Was für ein Moment. Was für ein Gänsehautmoment. Jetzt stehen wir hier. Reinhard, Robert. Die Gänsehaut ist zu sehen. Ihr steht hier vor euren neuen Modellen. Und alle stehen gespannt hier und warten jetzt auf den großen Moment. Und ihr sagt uns jetzt, was erwartet uns gleich? Ja, das erste ist, macht die Absperrung auf und kommt näher. Was präsentieren wir euch? Wir präsentieren euch komplett neue Front mit LED-Beleuchtung vorne und hinten mit einem Curved Windshield. Schaut euch nur diese Frontscheibe an. Mit einem komplett neuen Heck, mit einem sagenhaften Beleuchtungshintergrund, Rückleuchten, schöner konnten wir es uns gar nicht wünschen. Ja, ich darf noch zwei Sätze zum Möbelbau, zum Interieur sagen. Revolutioniertes Interieur mit Leichtbauplatten. Morello Connect, das Sven hat es ja vorhin mal kurz angekündigt. Wir haben die Fahrzeuge komplett digitalisiert. Und als wirklich, ich sage jetzt mal, Benchmark haben wir, glaube ich, als einer der ersten oder einzigen Hersteller Bosch Siemens Haushaltsgeräte in allen Baureihen drin. Ja? So, Reinhard, wir schneiden mal durch. So, ich darf noch einen kurzen organisatorischen Hinweis, vielleicht noch einen Schritt zurück, dass es gleich bei der kleinen Überraschung keine Probleme gibt. Und jetzt ist der große Moment, wo Reinhard und Robert das rote Band durchschneiden und ihre neuen Modelle präsentieren. Willkommen im Modelljahr 2020. Einen Moment noch Geduld. Einmal kurz noch Zeit bleiben. Lasst uns alle anstoßen auf ein erfolgreiches Modelljahr 2025. Ja. Auf das neue Modelljahr. So, jetzt. Ja. Aus dem Weg. Gerne. Robert, wir werden Sie morgen filmen. Aber ihr habt einen tollen Spannungsbogen. 3 Stunden mussten die Händler warten, haben erstmal was zu essen bekommen, haben nichts gesehen. Ja, es war tatsächlich, waren es jetzt über 4 Stunden, 5 Stunden in Summe. Und das Tollste ist ja wirklich, dass wir es unheimlich lange geheim halten konnten. Ist krass, ihr habt es geschafft. Ja. Ihr habt ihn wirklich verkleidet wie so ein Erlkönig, habe ich erfahren, dass ihn niemand sehen konnte, auch während der Produktion. Es gab nur ein kleines Team, oder? Mhm. Genau. Nee, das Team ist nicht klein bei 500 Mann. Es war eigentlich jeder daran beteiligt, ne? Und da sind wir auch unheimlich dankbar und stolz.
darauf und wenn man sich das mal anguckt, die neue Ära. Du hast eins geschafft, so ein bisschen wie bei Porsche. Die Veränderungen sind signifikant, aber es ist... Es geht ja nur darum, die Fahrzeuge so modern wie möglich zu machen, ohne die vorhergehenden Fahrzeuge alt ausschauen zu lassen. Wir haben ja Firmen wie Porsche oder Audi, VW, meisterhaft, was das neue Modell besser ist, schicker ist, aber das alte nicht wertlos wird. Also wenn man das jetzt mal sieht, das Heck hier hinten, es ist so schön. Ja, das also ist einfach nur genial. Für das Heck bin ich besonders stolz. Diese Leuchten, Wahnsinn. Und was das kostet, willst du gar nicht wissen. Warum? Ach so, die gibt es nur bei euch. Unabhängig davon, stopp. Das machen wir morgen alles. Ich verrate nicht zu viel. Also Spannungsbogen steht auch für dich. Morgen kriegst du alles im Detail. Da dürfen wir die Front noch vielleicht ein. Ihr habt drei verschiedene Modelle, die wir morgen sehen. Wir haben ein Loft Premium, das habe ich noch nie gehört. Was ist das? Das siehst du morgen. Sei nicht so gespannt, siehst du morgen. Wir haben morgen einen coolen Termin. Da siehst du einen Unterschied zwischen Loft Premium, Loft und dem neuen Palace. Aber lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Wir sind noch lange nicht am Ende, wenn du gut aufgepasst hast. Ihr habt ein Jahr, habt ihr daran gearbeitet insgesamt? Ja. Länger eigentlich. Die ersten Entwürfe sind schon älter. Aber ein Jahr gute Arbeit. Gut, es geht ja nicht so um die Händler, will ich jetzt mal kurz fragen. Wir werden uns das morgen angucken. Das werden wir morgen Abend wissen, wie es bei den Handelspartnern ankommt. Aber wir haben ja die Fahrzeuge jeden Tag gesehen und wir haben uns ja jeden Tag mehr gefreut. Es geht ja darum, willkommen daheim. Das ist ja was Wichtiges. Also auch innen hat sich alles geändert. Alles, was Loft heißt, ist komplett neu. Und es ist auch vielleicht auch eine andere Zielgruppe, die damit verbunden ist. Das heißt, ihr habt jetzt nicht den Fehler gemacht, habt alles geändert. Ihr habt noch eine Version, die sich... Palace haben wir außen komplett neu gemacht und innen modifiziert. Alles, was Empire heißt, haben wir mit neuer Rückwand versehen, aber das, was so wunderschön ist wie die Front, da fiel uns einfach nichts Besseres ein. Aber wie gesagt, nicht zu viel spoilern. Heute steht der Handel im Vordergrund, Sven. Mach die Kamera aus, genieß den Abend. Ja, gleich. Wir spannen. Nee, ernsthaft, bitte. Ich mache aus. Aber lass sie in Ruhe, lass sie das genießen. Der Moment hat uns viel, viel Energie gekostet. Und schau sie dir an, die Gesichter. Also, wir werden Folgendes... Heute geht's im Handel. Wir werden Folgendes morgen machen. Wir werden uns alle drei angucken. Exklusiv. Wir haben die Zeit dafür, exklusiv. Alle drei Fahrzeuge. Und seid gespannt. Also, Hut ab. Das, was ich bis jetzt gesehen habe... Ich krieg Gänsehaut. Vielen Dank. Ja, ja. Wie gesagt, lass dich überraschen morgen, weil heute geht es hier um das tolle morgen, Feeling. Wenn du die ganzen Details an den Fahrzeugen siehst. Ich hoffe, es regnet nicht. Tschüss. Nein. Tschüss. Ciao. Danke. Jetzt ist immer noch online.